Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider, The Angel of Darkness. Ich musste für eine Sekunde, Millisekunde überlegen. Ich habe einen Frosch im Hals, merke ich gerade, toll. Egal. Wir sind hier jedenfalls angekommen. Was? Okay. Found him skulking around in the loading bay. Must have got a passcode. How's the door on your way up, Grissom? I have records on you, Eckhart! You can't hurt me! If only there was time for us to read them together. But it's too late now. There are things to be done. Okay, krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Erstens, dass dieser Typ, der uns geholfen hat, tot ist, jetzt tot ist, weil er da rumgelungert hat. Und dass er auch vorher die Wand ange also der hat war ja vorher an der Wand und alles und es hat sich danach erst gezeigt. Oder währenddessen, sagen wir es so. Okay. Das Lustige war ja, erstens, dass ich gar nicht mit einer Videosequenz gerechnet hatte, aber auch, dass ich drehe mich mal kurz um, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Aber auch um, okay, doch nicht. Nur Laras Möpse mitten im Bild. Als die Videosequenz mich eingesetzt hat, war alles, dass die Wände mal wieder schwarz und ich dachte mir, okay, man sieht gar nichts, ne? Mache ich nochmal neu. Gut, dass ich kurz vorher gespeichert habe und dann stürzt das Spiel ab. Das war so Timing. Wow. Raus mit dir. Slicholcito. Nein, du hast mich nicht gesehen. Au. Stimmt, ich war ja halb tot. Slicholcito. Nein, du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Du hast, wie gesagt, du hast mich nicht gesehen. Sind hier weitere? Oh, wie sie einfach dieses Explosivteil anvisiert. Ah, da ist eine Karte. Speichern. Ah, ich wusste doch, dass das irgendwie explodiert. Ich hab's mir irgendwie gedacht. Naja, egal. Ist nicht so schlimm. Ich hab zwar Schaden gekriegt, aber. Wayne. Kann man die denn auch irgendwie kaputt schießen? Oh nein, warte. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt eine Karte. Oh, guck mal, da hinten ist auch noch einer. Nein, du sollst das nicht anvisieren. Aber der sieht mich doch auch gleich. Na, kommst du raus? Kommst du nicht raus? Ich weiß jedenfalls, wofür die Karte wahrscheinlich ist. Oh, guck mal. Oh Mann, das ist so auffällig und ich kann es nicht betätigen. Wie gemein ist das denn bitte? Ah, der lauert bestimmt schon auf voller Tür. Nee, doch noch nicht. Oh Mann, machen die echt viel Schaden. Die machen verdammt viel Schaden. Okay, das wollte ich einfach mal testen, weil ich dachte mir, als ich das gerade gesehen habe, es wäre möglich, dass ich da einfach so rüber kann. Aber im Endeffekt, was soll es mir bringen? Da weit darüber kann ich ja nicht. Und dann kann ich auch nicht mehr zurück, quasi. Und außerdem ist das Laser-Entriegelungsdings eigentlich auf der anderen Seite gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Naja, egal. Nein, verkehrt. Das da wollte ich machen. Rüberspringen.
So, ich hoffe, ich kriege diesmal nicht so viel Schaden ab. Du hast nichts gesehen. Nein, mach doch, 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 mach doch. Okay. Ich heil mich. Ich werde immer minimal panisch dabei, habe ich das Gefühl. Die Tür ist einfach zugegangen. Wie sie einfach immer weiter auf die Tür zielt. Kannst du mir von hier außen auch Schaden zufügen? Oh mein Gott, red doch nicht immer so laut. Vor euch macht das immer extra leise, aber es ist so furchtbar, als würde jemand ins Ohr schreien. Na, wo bist du? Hat er sich da einfach hingehockt? Böser, böser Junge hier. Erstmal speichern. Ich bleib hier hängen am Schreibtisch. Gibt's hier irgendwie was? Oh, ich kann da wirklich was machen. I wonder what needs that kind of security to keep it in. Wouldn't you know it? My route goes through that biodome. It's a long way round, unless I can shut the power off to that section. That's it. Better get moving whilst the grid's down. Toll, Lara, hast du super gemacht. Du hast den Strom abgestellt und dafür gesorgt, dass so ein komisches, mutiertes Etwas jetzt frei herumläuft. Hast du sehr gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich. Boah, ey, ich hoffe, du wirst von ihm gefressen. Wenn ich gegen den kämpfe, mit Lara, dann lasse ich mich als erstes von ihm fressen. Nein, 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 nein! Guck doch mal, guck doch mal. Guck mal, da sind Leute, die da auf dich schießen. Ja, warum springst du auch nicht, ne? Springen wird überbewertet. Nein, dreh dich doch nicht. Dreh dich nicht, dreh dich nicht. Schieß, schieß, schieß einfach. Schieß einfach, schieß einfach, schieß einfach, Clara. Schieß ohne zu fragen, okay? Ich brauche eine andere Waffe. Jetzt das Gewehr, das wäre cool. Dafür habe ich aber auch nicht so viel Munition. Wenn ich speichere nochmal. Ach, die waren hier hinter. Ich dachte, die wären ging es einfach nur weiter oder so. Aber nein, das war einfach nur ein Aufenthaltsraum. Bis die gemerkt haben, warte mal, irgendwer geht an unsere Schränke. Und nimmt unsere Schokoriegel. Den Fernseher kann ich auch nicht anmachen, toll. Verpasse ich schon wieder meine Serien. Ach so. Muss ich das da auch extra mit aufmachen? Was für eine tolle Sicherheitstür. Falls da draußen welche rumlaufen.
Und sie visiert nur Dings an. Aber jetzt muss ich darüber. Ah, okay. Kann ja schlecht durch den Lüftungsschacht, der viel zu weit oben ist. Zurück. Jetzt muss ich über die Teile es irgendwie schaffen. Ja, klar. Halt dich nicht fest. Vorne hast du es so wunderbar gemacht und jetzt... Nö. Jetzt! Oh mein Gott, ich dachte, sie würde es schon wieder nicht machen. Okay. Das Teil explodiert ja sowieso. Hier muss ich mich dann, glaube ich, durchrobben. Das Teil dürfte ich doch auch noch überleben, oder? Ich hoffe es. Ja. Habe ich auch überlebt. Das explodiert momentan gar nicht so wirklich. Ah, da hoch kann ich auch. Okay, aber ich kann mich nur festhangeln. Ja, klar. Ich kann auch auf dem Regal nicht stehen. Das ist auch vollkommen unrealistisch. Kann ich die Kisten schieben? Nein, ich kann nur auf die drauf. Nein. Okay, erstmal speichern. Und eventuell heilen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja gespeichert. Komme ich da durch? Tatsache, ich komme da echt durch. Okay, war leichter, als ich erwartet habe. Ich hoffe, hier läuft keiner herum. Das wäre nämlich nicht gut, weil die erschieße ich. So, dann kann ich hier weiter speichern. Und Karte benutzen. So, the Bio Research Facility. Klingt vielversprechend. Oh, das sieht aber echt schön aus. Oh, das... Hier will ich leben. Hier bleibe ich. Oh, das sieht toll aus. Das gefällt mir. Und da ist ein Typ. Ich hoffe, der ist mir nicht böse, dass ich ihn hier besuchen komme. Ich gehe mal zu ihm. Hallo. Don't breathe, and definitely don't move. You are in big trouble, whoever you are. Intruders don't last long in Strahov. Just answer my questions. Fine. First question, who are you? Second question, what are you and your buddies up to in here? You really don't know what the Cabal is. We are the beginning of a new order of life on Earth. Well, I've never heard of you. Ignorant mortal. The Cabal! We control everything here in Prague. It means that we are going to be immortal. And you are going to be dead, intruder. Immortal? That is impressive. How are you going to manage that? Meister Eckhart is about to return the Nephilim race to glory. For our part in that triumph, he will grant us immortality. If I had a coconut for every time some lunatic said something like that. Your pathetic ignorance blinds you. We already have the last vital element from Turkey here in Strahov. And that is? The only true remaining Nephilim. The Cubiculum Nephili, the Sleeper. That's right. The last of the extinct race here in the Strahov. Surely the Nephilim are just a myth. You see, ignorance! With vital essences extracted from this precious specimen, Meister Eckhart can breed the next generation of pure Nephilim. No more abomination to run amok like Boaz's proto-Nephilim. She deserved to pay for her stupidity. Yes, highly inconvenient having abominations running around loose, isn't it? You have no idea what you are mocking. No, 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 no.
Okay, Lara ist zwar etwas lästig, aber sie ist doch kein Insekt, mit dass du das einfach einsprühen kannst. Die ist, geht nicht einfach so weg. Ich speichere mal kurz, dann muss ich mir das ganze Gespräch nicht nochmal anhören. Okay, der hat jetzt also so gut wie eigentlich alle Teile. Oh, da liegt ja was. Ah! Oh Gott! Oh, meine Güte! Ich habe mir zwar sowas schon gedacht, aber... Oh, puh, kam das plötzlich. Oh, das können die da nicht machen. Scheiß auf weitere Munition, die hier vielleicht ist. Wir nur noch raus. Ich wusste es, Natur ist eigentlich voll gefährlich. Okay, hier ist wirklich nichts mehr. Lass mich raus! Mann! Puh. Okay. Ist hier oben noch eine Möglichkeit? Komme ich da einfach so hin? Warte mal. Der mir ist doch auch so was Schönes. Kann ich dort hoch? Warte, Lara. Da hoch will sie nicht. Wird das überhaupt irgendwas bringen? Ich weiß nicht. Nein, scheint nicht so. Okay, wohin jetzt als nächstes? Ich kann doch nicht wieder zurücklatschen. Muss mal kurz gucken. Okay, da sehe ich wirklich nichts. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jetzt die Pflanzen töte. Ah, hier können wir was machen. Ich muss nur noch herausfinden, wo das ist. Okay, wo könnte das sein? Wo könnte das sein? Irgendwo hier zwischendrin? Oh, oder vielleicht dort hinten? Ich habe nichts gesagt. Ich sehe nichts. Da ist eine Leiter. Das... Ist das zum Klettern? Ah, nee, doch nicht. Okay, ja... Ich sehe halt nur so ein Stück, da denke ich dann halt, das ist vielleicht zum Klettern, wo ich mir dann auch gedacht habe, aber warum ist denn dann da die Leiter? Ich liebe die Kamerasperspektiven generell. Bisher in allen Tomb Raider-Teilen, die ich gespielt habe. Überall sind die so klasse gewählt. Damit kriege ich jetzt die Tür auf, hoffentlich. Ja. Geht doch. Bisschen schneller, Madame. Dann können wir hier raus und haben schon mal das hier hinter uns. Auch so schön es auch aussieht, genauso nervig ist es. Dann dadurch, dass er jetzt dieses komische Zeug gesprüht hat. Vielleicht waren die auch schon vorher so, ich weiß es nicht. Yay! Hey, jetzt fängt es an, dass wir diese komischen Gegner kommen. Nicht mehr die menschlichen oder Hunde oder sowas, sondern so Mutantenviecher. Vor allem das Schlimme ist... ich habe da...
Ich wollte gerade sagen, ich hab doch... Ich hab's gesehen. 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 Ah, was bist du? Ein Käfer oder so? Bist du tot? Du scheinbar schon. Aber da ist noch der andere. Oh, da sind noch mehrere. Scheiße. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gerne ein Gewehr hätte? Also, oder Shotgun oder irgendwie sowas? Da war noch einer. Okay. Hier war doch irgendwo noch einer, oder? Oder? Habe ich Ruhe? Erstmal? Weil ich habe nämlich in der Videosequenz gesehen, dass da erstens noch welche drinne sind, die wahrscheinlich noch kaputt gehen werden. Und zweitens sind da ja schon welche kaputt gegangen. Haha, ich kann kombinieren. Also hin und wieder jedenfalls. So, ich werde jetzt jedenfalls hier einen Schnitt machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann. Tschüss, eure Teil.